Ich stelle euch heute die Handschuhe vor, weil ich eben immer auf der Suche war nach was Gescheiten. Das billig gelumpt, das hat mich genervt, ja, wie man es so schön sagt. Und ich bin eben auf Valorant aufmerksam geworden, weil das ist eine Marke aus Norwegen und die müssen es ja schließlich wissen, ja. Und dann habe ich mich mal auf der Valorant Homepage umgeschaut und die haben wahnsinnig viele Modelle, teilweise aber auch schon ausverkauft, weil sie aus dem Vorjahr sind. Und die bauen richtig coole Handschuhe, also auch Richtung Antarktis, also wenn es noch kälter wird, minus 40 Grad oder Island im Winter oder Norwegen im Winter. Und ihr braucht wirklich Handschuhe, die bombenwarm sind. Dann gibt es da andere Handschuhe auch noch. Die haben dann teilweise noch so einen Überzug und so. Die haben richtig coole Konzepte. Aber ich wollte euch heute mal die Mark 3, also nicht Mark 3, Markhoff Pro Version 3 vorstellen. Also da gab es schon zwei Vorgängerversionen. Dementsprechend cool sind die jetzt ausgereift. Und falls ihr einen guten Handschuh sucht, wie gesagt, guckt mal in die Shownotes unten rein. Hochwertigste Materialien. Wir haben hier einen Jersey-Einstieg, ja, für richtig schönes Reinschlupfen. Wir haben innen 100% Merino-Wolle, also so viel dazu. Nichts Billiges innen drin, schön warm. Wir haben außen Wildleder am Daumen auch und das eignet sich auch perfekt, um die Kameralinse zu putzen. Das wissen ja auch die wenigsten. Das ist aufgerautes Wildleder. Wenn ihr da mal im Winter irgendwie was auf dem Objektiv habt, dann könnt ihr das super polieren damit. Das wissen auch die wenigsten. Und unten ist noch Ziegenleder verarbeitet. Dann sind sie noch gummiert, also mit so einem richtig klebrigen Gummi, der richtig schön pappig ist, dass man die Kamera oder was man halt in der Hand hat gut halten kann. Dann haben wir natürlich, das ist natürlich Pflicht bei einem Fotohandschuh, zwei abklappbare Finger, damit wir die filigranen Teile unserer Kamera gut bedienen können. Die Finger können wir optional sogar mit einem Magnet nach hinten wegklappen. Also das finde ich richtig stark gemacht. Und auch der Daumen lässt sich mit Magnet nach hinten wegklappen. Aber das würde ich gar nicht machen, weil dann wird ja der Finger vorne schon wieder kalt. Wenn ihr jetzt echt ziemlich klirrende Temperaturen habt, dann lasst einfach den Finger so. Weil dann wird er wenigstens von einer Seite noch gewärmt und ihr habt aber trotzdem hier euren Finger, um eben vielleicht auch euer Smartphone zu bedienen oder um die kleinen Rädchen an eurer Kamera zu bedienen. Und das habt ihr natürlich links und rechts, also auch für Linkshänder könnt ihr auch wegklappen. Das finde ich cool. Wenn es dann doch zu kalt wird, dann könnt ihr halt euren Finger einfach wieder reinstecken. Ja, das ist ja, das kennt man ja von Fotohandschuhen. Dann haben sie hinten noch einen abgedichteten Reißverschluss, der eben hier eine richtig schöne Dichtnaht hat. Auch gut gemacht. Den könnt ihr öffnen und könnt vielleicht SD-Karten dort unterbringen. Und hier seht ihr auch schon, wenn ihr das aufklappt, das ist Merino-Wolle. Ne? Also das sieht man auch innen, dass es echt qualitatives Zeug ist. Hier ist so eine kleine norwegische Flagge dran, finde ich auch schick. Könnt ihr auch zusammenhängen, die Dinger. Halten aber auch magnetisch aneinander. Das ist auch manchmal cool, wenn ihr die richtig rumlegt. Dann bappen die Magneten ja auch. Ne? Dann könnt ihr die auch so zusammenlegen. Und dann haben sie sich natürlich noch was Schönes einfallen lassen. Und zwar haben sie im anderen Handschuh einen kleinen Schraubenzieher noch drin, also so eine kleine Münze, wo ihr natürlich dann eure Wechselplatten vom Stativ festziehen könnt oder sonst irgendwie, wenn ihr einen Schlitzschraubendreher braucht, der ist auch immer mit dabei. Also, der Jonathan hat ja schon gesagt, die kann er auch empfehlen. Das hat er ganz am Anfang schon gesehen, dass ich die hier liegen habe. Wie gesagt, richtig schöne Handschuhe. Das Problem war nur, momentan ist XL ausverkauft. Und XL bräuchte ich eigentlich schon, weil ich habe ziemlich große Hände, aber ich habe keine Wurstfinger. Das heißt, ich habe schlanke Hände. Also dachte ich mir, nimmst du mal L. Und das klappt. Also sie könnten einen Ticken größer sein bei mir, aber L ist für mich noch so angenehm, dass ich sie jetzt nicht umtauschen muss. Also ich finde die cool. Man merkt jetzt auch, wenn ich sie ein paar Mal anhatte, die sind sogar ein bisschen weiter dadurch geworden. Und von daher, also wenn ihr große Hände habt, braucht ihr vielleicht schon XL oder XXL gibt es auch. Aber die waren gerade ausverkauft. Also habe ich mir gedacht, nimmst du L? Und Gott sei Dank ist das gut gegangen. Für Marion habe ich auch gleich welche gekauft, weil die ist ja jetzt auch in meinem Team. Und wir haben ja jetzt den Photowalk Faszination Eis und Schnee. Da sind übrigens auch noch Plätze frei. Also gerne mal auf meine Webseite schauen. Das ist ein richtig, also ein XXL Photowalk, der geht den ganzen Tag. Da fotografieren wir Wasserfälle im Winter, Eiszapfen, Winterlandschaft. Das wird richtig cool. Ich hoffe, dass es im Süden Deutschlands noch ordentlich schneit, dass das gut läuft. Da sind auch noch ein paar Plätze frei, haben sich auch schon einige angemeldet. Grüße gehen raus an alle. Und da sind natürlich solche Handschuhe super. Da kann ich dann die Kamera bedienen. Ich meine, ich hatte ja welche, aber die waren mir nicht warm genug. Und ja, die werde ich da mal richtig auf Herz und Nieren nochmal testen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Handschuhe mega sind. Vielleicht habe ich die auch im Mai in La Palma nochmal dabei, weil oben auf dem Rocke, da liegt dann manchmal noch so ein bisschen Schnee vom
letzten Winter, ja, weil der ist ja über 2000 Meter hoch, wenn wir da die Milchstraße fotografieren. Im Mai haben wir ja den Vorteil, wir können auch sehr viel vor der Haustüre an der Unterkunft direkt fotografieren. Die liegt ja auch schon auf 1200 Meter Höhe. Da haben wir auch schon eine super Milchstraße, in der Früh vor allem. Und auf den Rocky muss man theoretisch nicht fahren, aber das machen wir natürlich, weil wenn man schon in La Palma ist, muss man natürlich auf den Rocky hochfahren, ja, um noch klarere Astrobilder zu machen. Aber wie gesagt, ist meine absolute Handschuhempfehlung. Schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr dann die Links. Mir hat es gefallen, euch das mal zu zeigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.